Na schön, ihr sollt eure Empfehlungsbriefe haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Moino und willkommen zurück zu dieser crazy Pokémon Shield Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich habe richtig Schiss, also ungelogen, dass ich auf Route 2 bereits down gehe, nach dem, was wir im ersten Trainer Battle im letzten Part erlebt haben. Ich konnte das fast nicht gewinnen, was zur Hölle. Aber jetzt erstmal Tipps für Trainer. Pokémon erhalten für gewonnene Kämpfe Erfahrungspunkte und werden so stärker. Ein anderer Weg, um an Erfahrungspunkte zu kommen, besteht darin, Pokémon zu fangen. Ja, schön und gut, aber beides nicht ganz so einfach in dieser Challenge. Und da kommt auch schon ein Pandagro angerannt. Das muss ich jetzt besiegen, da gab es gar keine Möglichkeit, an dem vorbeizukommen. Aber die gute Nachricht ist, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Denn Pandago hat eine große Kampfschwäche, ja. Kampfattacken sind hier vierfach effektiv. Vielleicht schaffe ich den in einer Runde niederzuknüppeln. Und dann ist das sogar ganz gut, dass er mich angegriffen hat, weil das dürfte doch einiges an EP geben. Aber nee, in einer Runde wird's nichts. Mist. Ja, nehme ich ein bisschen Schaden mit, aber ist okay. Och, das geht ja sogar noch. Trotz Silberblick nur so wenig. Alles gut. Das können wir verkraften. Und ich bin mir sicher, das gibt uns ein Level-Up. Fürs ganze Team. Yeah. So ist das doch schön. Und Schnuck erlernt Widerhall. Ja, perfekte Sache. Direkt vor dem zweiten Trainer-Battle von 3 hier auf Route 2. Da vorne ist sie schon, die Göre. Lasst sie uns herausfordern. Ja, Parfi, mein drittes Teammitglied, was ich hier auf der Route gefangen habe. Aber das war sehr unüberlegt. Ich habe mich ein bisschen blenden lassen vor der Schönheit. Das Ding ist, das Pokémon werde ich wahrscheinlich nicht weiterentwickeln können. Und es ist auch nicht sonderlich stark. Da hätte ich lieber Pandagro einpacken sollen. Oder ich habe hier auf der Route auch schon Wumma gesehen. Dieses tolle Wasser-Pokémon aus Pokémon X und Y. Das wäre auch super gewesen. Einfach nicht nachgedacht. Muss ich beim nächsten Mal auf jeden Fall besser machen und länger abwarten. So, Thermoport, denke ich, kriegen wir down. Ist ja nur so ein kleiner Wurm. Auch wenn er Feuerattacken drauf hat. Ja. Das war sehr effektiv. Gut, dass das keine Verbrennung gegeben hat. Das hätte nämlich noch nachhaltig Schaden gemacht. Vor allem meinem armen Angriffswert. Ist da hinten noch was versteckt? Nee. Okay, dann auf zu den Knirps. Und da vorne seht ihr sie auch schon. 3 Wummer. Mensch, das wäre so super gewesen als Teammitglied. Ich ärgere mich so sehr über mich selber. Wie kann man so blöd sein? Oh mein Gott. Wie soll ich denn Kramor besiegen? Aber warte, Doppelkick ist zumindest neutral. Das ist Flugstahl, aber es hat eine gute Verteidigung, ne? Okay, es kann wohl nicht so viel Damage machen. Oh ja, das sieht doch ganz gut ab. Das wird ein Two-Hit-KO. Hätte ich jetzt nicht gedacht, Mann. Das sieht gut aus. Komm, zerstör es. Ah, der bleibt noch, ja. Der bleibt noch. Und hilft natürlich dem anderen Pokémon, was auch immer es sein mag. Aber fürs Besiegen bekommen wir einen Angriffsboost. Das ist das Schöne an Icebone. Für längere Kämpfe einfach unverzichtbar. Level 10. Scheiße! Kapuriki! Ja, gut. Was kann der? Käfer und Elektro, oder? Ja. Solange der nicht noch irgendeinen Kampfmove hat, soll mir das egal sein. Wir nutzen unser helles Viren. Ja, und dann passt das.
Ist ein großer Name, aber auf Level 7 gut machbar. Die Legi-Rate ist bisher aber doch relativ hoch. Oder zählt der als legendäres Pokémon? Ich weiß gar nicht, ob es ein mysteriöses Pokémon ist, aber für mich sind es alles legendäre Pokémon irgendwie. Ist auch ein schönes. Ich würde sogar sagen, das ist mein Lieblings-Karpu. Ich mag den. Nur nicht als Gegner. Puh, Route 2 doch noch überstanden, aber hätte auch schief gehen können. Unter Umständen. Jetzt sehe ich hier nichts mehr, außer ein sich drehendes Wummer. Schon auch irgendwie süß. Hey, warte mal, man hat doch eine Angel von Anfang an, oder? Heißt das nicht, ich könnte mir... Na, wobei... Ist ja immer noch Route 2. Ich weiß nicht, ob der See nochmal ein eigener Bereich ist, aber es wurde nichts eingeblendet. Deswegen lassen wir das mal lieber. Schau mal, da ist die Professorin! Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse des Dynamax-Phänomens gelüftet. Ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Denn ich werde so bald nicht mehr leben. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Was daran liegt, dass ich kaum mehr etwas sehen und hören kann. Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin Professor Magnolika. Bescheiden? Also von Weitem sah das schon sehr nach großem Flex aus. Ja, man verdient halt gut als Professorin. Kommt nur mit herein. Da hat sie wohl recht. Und ich bin YouTuber. Lost. Was sehe ich da, Hopp? Dein Wolli hat ja Gesellschaft bekommen. Wie schön. Und du musst Domina sein. Meine Enkelin Sania hat dir einen Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Habe ich aber keinen Bock. Domina, das Dynamax-Phänomen ist jetzt auch sicher ein Begriff, oder? Ja. Blöde Idee. Ja, stimmt. Aber wir sollten es seriös behandeln. Professor Magnolika erforscht dieses mysteriöse Ding nun schon seit einiger Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist ja mal wieder typisch Delion. Pokémon hier, Dynamax da. Kannst du dir nicht mal Gedanken über mein Erbe machen? Ich brauche jemanden, der das für mich aufschreibt. Muss sich jedes Gespräch immer um Pokémon drehen? Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Da wäre zum Beispiel YouTube oder Tee. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser Welt gibt. Überaus faszinierend. Entschuldigen Sie, Professorin, aber könnten Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll. Den brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Willst du etwa nicht, dass sie daran teilnehmen, Delion? Also, im Prinzip hast du recht, gerade bei Hopp, aber... Wirklich jetzt? Dein Bruder? Hopp und Domina sind erst vor kurzem zu Pokémon-Trainern geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren und Hopp trägt noch Windeln. Ach, echt? Aber war es nicht auch dein Traum, dass aus Galar irgendwann mal eine Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Ja, schon. Das war auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden ein Pokémon zu schenken. Na schön. Ihr sollt eure Empfehlungsbriefe haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Oh no. Ich will, dass ihr mir einen Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts anderes übrig bleibt, als euch für die Arena Challenge zu empfehlen. Aber vorher mache ich natürlich noch ein Pokémon fit. Danke, Bro. Normalerweise beschwere ich mich immer über sowas, aber in der Challenge? Danke. Oh, geil! Domina, ich war draußen auf dich. Boah, das wird bestimmt wieder crazy. Gucken wir es noch ganz kurz.
ihr Anwesen an. In 4K und mit den neuen Texturen sieht das ja doch sehr schön aus. Ich glaube, das ist Sanias Zimmer, oder? Nice, nice. Ja, dann hoffen wir mal, dass Hopp nicht übertreibt. Du willst diese Empfehlung von Dillion doch genauso sehr wie ich, oder? Komm schon, kämpf gegen mich, Domina. Na gut. Ich will der allerbeste Trainer überhaupt werden. Aber dafür brauche ich diese Empfehlung, sonst wird das nichts mit der Arena-Challenge. Wir müssen Dillion in diesem Kampf zeigen, wie krass geil wir sind. Überzeugen wir ihn davon, dass wir das Zeug für die Arena-Challenge haben. Okay. Den Kampf zwischen euch zwei jungen Trainern will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Es könnte auch mein letzter sein, den ich sehe. Für mich ist jeder Kämpfer eine Chance, etwas Neues zu lernen. Nur nicht von Noobs, aber naja. Nur so kann ich meinen Ruf als Dillion, der Unschlagbare, gerecht werden. Liefert mir einen Kampf, der sich gewaschen hat. Lasst anständig die Fetzen fliegen, kapiert? Jetzt geht die Legende von Hopp erst so richtig los. Hoffentlich nicht. Beerdigen wir ihn. Aber hat er jetzt nicht sogar drei Pokémon? Ja. Nein, er hat ein Jungblut. Oh, komm. Das geht ja schon richtig kacke los. Bist du schon stärker geworden? Ich schon. Ja, ich seh's. Ah, Mann, ey. Aber ich bin auf Level 10. Er nur auf 6. Trotzdem kein Tool-KO. Wenn ich die Verbrennung kriege, bin ich am Arsch. Oh, der Temposchub, nein! Was ist eigentlich besser, Doppelkick oder Tackle? Eigentlich doch Doppelkick, oder? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich ihn nicht mehr besiegen. Oh, doch, Crit! Ja! Was? Ich kann es auch nicht glauben. Das hätte ich hier jetzt echt noch böse enden können, Mann. Wichtig, dass das Jungblut weg ist. Und wir kriegen unseren Boost. Yeah, baby. So ein dummes. Das ist dein zweites Legi. Willst du mich verarschen oder was? Erst Palkia im ersten Battle und jetzt hier Heatran. Ich muss drinbleiben. Die anderen Pokémon haben keine Chance und Doppelkick ist wenigstens sehr effektiv, aber der hat halt auch eine immense Defense. Und wenn er jetzt einen brutalen Feuermove raus hat, dann... ja. Oder halt das. Was es auch macht, es schadet mir. Aber ich glaube, Metallklaue ist besser. Boah, jetzt gut überlegen. Ich raste dich hier gleich aus! Ist die Frage, ob ich einen weiteren Move überlebe. Der hat doch bestimmt einen Feuer-Move drauf. Aber die Frage ist, warum hat das nicht eingesetzt? Kann ich es mir leisten zu wechseln? Theoretisch ja. Ich könnte es mit Donno schon probieren. Und ehrlich gesagt, lieber verliere ich Donno als Icepowner. Icepowner ist meine Lebensversicherung. Ich gehe das Risiko jetzt ein und wechsle. Dadurch ist zwar jetzt auch dieser Kraftboost weg, aber... ist mir lieber. Wenn ich das sehe, war es aber die falsche Entscheidung. Weil ich denke, Metallklaue hätten wir überlebt. Naja, egal. Dann Lehmschelle. Macht nicht viel Schaden, aber nimmt dem Ding wenigstens die Genauigkeit. Oh, es reicht sogar, Digga. Krass. Gut, Donno. Gut, dann ist ja alles in Ordnung.
Oh, Diebeskuss. Immer her damit. Schmeißen wir Lockduft dafür raus. Ja, Parfi kann ein bisschen Support leisten mit seinen Attacken. Oder ihren Attacken, ist ja ein Weibchen. Oh, Ninkada. Ninkada ist gut machbar, das schaffen wir. Ich glaube, das lasse ich sogar mal Schnuck machen. Weil Lono ja keinen Flugmove hat. Puh. Das war auch wieder brenzlig. Er verliert den Verstand. Ja, aber ich denke mal, bei Ninkada müssen wir jetzt keine Angst haben. Hau mal Bitterkuss raus. Dann haben wir unsere Ruhe. Mwah. Gut, wir haben nicht zwingend unsere Ruhe, aber wenn er sich selber trifft. Tut er nicht. Und er härtet sich auch noch. Ah, kann mir aber egal sein. Feenbrise ist speziell. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Wie die Oma guckt. Die guckt so ernst. Boah, dieses Heatran, Alter. Das hätte auch richtig ins Auge gehen können. Hatte zwar offensichtlich keine Feuerattacke, aber Metallklaue, huiuiui. Naja. Was für eine Enttäuschung. Aber wenigstens habe ich in dir eine würdige Rivalin gefunden. Ja, würde ich schon sagen. Ja, dabei hatten meine Würfe diesmal doch die perfekte Kurve und alles. Ja, aber darauf kommt es halt nicht an. Kämpfe sind echt nervenaufreibend. Als Gewinner rastet man vor Glück aus und als Verlierer vor Frust. Aber das ist schon okay so. Denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker, ne? Schuh. Was für ein Fight. Domina, hopp. Mir fehlen die Worte. Damit habt ihr euch meine Empfehlung für die Arena-Challenge mehr als verdient. Ich gebe euch 5 Sterne auf Google. Und einen unsichtbaren Empfehlungsbrief. Wir sind hier sehr nachhaltig. Danke, Delion. Ich schwöre, ich werde bei der Arena-Challenge voll durchstarten. Man merkt zwar, dass ihr noch jung und unerfahren seid, aber dieser Kampf war grandios. Glurak und ich sind noch immer völlig begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen und auch ein bisschen eingeschissen in meine goldene Versace-Unterhose. Hopp, früher hatte ich oft das Gefühl, dass du dich zu sehr auf Nebensächlichkeiten konzentrierst und auch ehrlich gesagt ein bisschen dumm bist. Wurftechniken für Pokébälle und andere Kleinigkeiten, die mit der wahren Leistung eines Trainers nichts zu tun haben. Es ist ungefähr so wie die ganzen Dullis, die auf Twitter immer Thumbnails kritisieren, aber selber nichts geschissen kriegen und sich nicht auf das konzentrieren, was eigentlich wichtig ist. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Dein Kampfstil ist auch unglaublich mitreißend, Domina. Davon will ich mehr sehen. Hast du es gehört, Domina? Lass uns ab sofort trainieren, was das Zeug hält. Versuchen wir, Delion zu übertrumpfen, damit einer von uns der nächste Champ wird. Was bist du denn für ein 31er? Du redest hier über deinen Bruder. Aber ja, du hast recht. Klasse. Mit einer Rivalin wie dir fällt mir das Training gleich viel leichter. Was zum... Was war das denn? Hat da jemand auf den Boden gekackt? Irgendein Vogel-Pokémon? Boah, guck mal! Schau dir das mal an, ist das nicht ein Wunschstern? Nee, es sind sogar 2! Digga, was ein Zufall! Ja, oder? Danke. In Galar verstreute Steine, denen eine geheimnisvolle Energie innewohnt. Es wird erzählt, Wünsche gingen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Mit so einem Wunschstern kann man Pokémon Dynamaxen. Dadurch werden sie riesengroß. Toll. Ach krass. Es heißt, Wunschsterne landen nur vor Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch hegen oder einen dicken Schwimmen. Naja. Ich will der Allerbeste sein! Ich will der Allerbeste sein!
Ich will die Allerbeste sein! So, jetzt habe ich es mir dreimal gewünscht. Jetzt geht mein Wunsch bestimmt in Erfüllung, oder? Oh, Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Galar finden kann. Wie zur Hölle bist du an einen geraten? Mit so einer Dullihaftigkeit wirst du ihre geheimen Kräfte sicher nicht entlocken. Würdet ihr beide mir die Wunschsterne für eine kurze Weile überlassen? Oh, stimmt, sie sind ja Spezialistin in Sachen Dynamax. Ganz ehrlich, für Domino und mich wäre es einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon Dynamaxen könnten. Erst begegnen wir im Schlummerwald diesem merkwürdigen Pokémon und dann fallen uns sogar zwei Wunschsterne direkt vor die Füße. Das waren bestimmt Vorzeichen, dass uns etwas ganz heftig Großes bevorsteht. Eins nach dem anderen, junger Mann. Und ja, ich habe wenigstens was studiert im Gegensatz zu euch. Spart deine Energie lieber für morgen, wenn deine große Reise beginnt. Was ist hier denn los? Ihr seht ja vergnügt aus. Da kommt man gerne nach Hause. Oh, hi. Ihr esst doch mit uns zu Abend, oder? Klar. Ich bin vor kurzem auch auf den Curry-Trend aufgesprungen, falls ihr mal kosten wollt. Lecker schmecken. Curry-Meeresfrüchte oder Curry-Hühnchen, tipptopp. Am besten so gelbes Curry. Leicht süß, nicht scharf. Aber scharf ist auch okay. Endlich ist es morgen! Jetzt kann es endlich losgehen mit dem Abenteuer! Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Ich bin jetzt nur so früh wach, weil ich jetzt schon meine ersten 10 Tabletten nehmen muss. Sag mal, Hopp, du hattest doch erwähnt, dass ihr irgendeinem merkwürdigen Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir etwas mehr darüber erzählen? Domina hat im Nebel gegen irgendein Pokémon gekämpft, mehr weiß ich auch nicht. Ich bin nach einer Weile bewusstlos geworden, weil ich mir zu viele... Ich bin gestolpert und ich kann mich an nichts mehr erinnern. Nicht, weil ich irgendwas reingezogen habe. Hm, na toll. Schaut mal, ich habe hier etwas für euch, Domina und Hopp. Du hast ein Dynamax-Band von Professor Magnolika erhalten und es sofort angezogen. Wenn man sich in der Nähe einer Energiequelle aufhält, leuchtet der darin eingearbeitete Wunschstern auf und ermöglicht Dynamaximierung von Pokémon. Zu wild. Und habe ich das richtig gesehen? Fehlte mir da gerade ein Arm, oder? What the fuck? Das sind Dynamax-Bänder. Darin sind die Wunschsterne verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Wow, insane! Ich werde verrückt. Das sieht ja genauso aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich meine Pokémon jederzeit Dynamaxen, ne? Eins nach dem anderen, du Idiot. Ich kann deine Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen. Naja, eigentlich nicht, aber ich werde dafür bezahlt, es zu bewerben. Immerhin lässt das Pokémon riesengroß werden. Ist das nicht kreativ? Aber ganz so einfach ist das nicht. Erst müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuallererst solltet ihr herumreisen und euch mit so vielen Pokémon vertraut machen wie möglich. So füllt ihr auch im Handumdrehen den Pokédex. Endlich ist es soweit, jetzt kommt die Legende von Hopps richtig in Fahrt, ich schwör. Komm, machen wir ein Wettrennen bis zum Bahnhof, Domina, okay, los! Bro, really? Ich glaube, auf dem Rückweg passiert nicht viel. Deswegen werde ich das schneiden. Aber vorher holen wir hier noch diese TM. Gegenstoß. Ui. Ich weiß gar nicht, kann man in dieser Gen TMs noch unendlich oft verwenden? Doch, oder? Das war ja nur in strahlender Diamant, leuchtende Perle wieder deleted worden. Nehmen wir das einfach mal rein hier. Gegenstoß auf Eisbrunner. Wunderbar. Natürlich war es klar, dass er mich nach 2 Metern wieder zulabern muss.
Hey, Lumina, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Jetzt bin ich aber gespannt. Du schätzt dich ja auch schon im hohen Gras, wie aus dem Nichts ein Pokémon angegriffen, oder? Oh ja. Das lässt sich vermeiden, indem du ganz leise durch das hohe Gras schleichst. Auch bei Pandagro und Co.? Das bezweifle ich. Wenn du das Gegenteil erreichen und unbedingt gegen das wilde Pokémon kämpfen willst, dann pfeif einfach ganz laut. Das zieht ihre Aufmerksamkeit auf dich. Falls du vergessen hast, wie man richtig pfeift, verrate ich dir einen Trick. Probier einfach mal auf den linken Stick zu drücken. Und übrigens, ab jetzt zählst du, Mina. Wer die meisten Pokémon fängt, gewinnt. Wenn wir beide den Brassberry Bahnhof erreicht haben, vergleichen wir, wer mehr hat, ja? Du weißt ja, welchen Bahnhof ich meine, oder? Den, an dem wir uns immer unsere Drugs holen. Und wo meine Mutter früher anschaffen war. Ah, der. Alles klar. Oh, lol. Ich habe hier einfach ein Item übersehen. Und mir fällt gerade ein, bei der Professorin auch. Erstmal wieder zurückgehen. Zwei sogar, sehe ich gerade. Wenn man nicht ständig so zugelabert werden würde, dann könnte man sich auch mal in Ruhe umschauen. Der Bahnhof ist da drüben, Domina, komm! Ja, falls du dumm bist! Ich sehe es. Und Domina, wie viele Pokémon hast du bisher gefangen, hä? Digga, ich mache eine Randomizer Nuzlocke. Ich kann nur ein Pokémon pro Route fangen. Willst du mich verarschen? Das ist Betrug. Ich habe mir gerade ein richtig geiles geschnappt. Das will mein neues Ass im Ärmel. Lass mich raten, Legi. Klar. Mal sehen, was du hast. Was? Du hast ja kein einziges Pokémon gefangen. LOL. Hä, stimmt doch nicht mal. Was labert der Typ? Je früher du anfängst, ein Team aufzubauen, desto besser. Aber danke für die TM. Hier, nimm das. Dann wirst du vielleicht irgendwann besser. Mit der TM kannst du Pokémon eine Attacke ruckzuck beibringen. Und du kannst sie so oft einsetzen, wie du willst. Diese TM hier habe ich übrigens mal Delion geklaut. Er war mit Sania im Bett. Ich war drunter, weil ich das immer voll geil finde, wenn ich dazuhöre. Und aus der Tasche habe ich ihm dann die TM geklaut. Ja, okay. Mehr muss ich nicht wissen. So, jetzt sollten wir uns aber auf den Weg nach Engine City machen, wo die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge stattfindet. Wir fahren am besten direkt mit dem Zug hin. Los geht's! Let's go! Das wird jetzt richtig krank. Moment, ihr beiden! Mann, was machst du hier? Naja, ich wollte mich von meinem Versagersohn verabschieden und viel Glück wünschen, dass du vielleicht doch noch etwas wirst, so wie dein großer Bruder. Professor Magnolika hat uns verraten, dass ihr von hier aus den Zug nehmen wollt und eine Randomizer-Challenge macht. Hier, das haben wir euch für eure lange Reise mitgebracht. Das sind Camping-Sets. Und ihr glaubt wirklich, wir sind draußen sicher? Nein. Aber egal. Mit euren Partner-Pokémon an eurer Seite gibt es nichts, wovor ihr Angst haben müsst. Wirklich? Doch. Dachte ich mir. Danke, Mom. Freue ich schon mal auf den Tag, an dem ich der stärkste Champ werde. Und noch krasser als mein Bruder werde. Ich mach dich zur reichsten Frau des Landes. Dann sind deine Kinder beide echte Champs. Und wir wohnen in einer 10-Millionen-Villa. Stell dir das nur mal vor. Das gab's noch nie. Wenn du das sagst, Hop. Ja, viel Glück. Ciao. Dann mal los. Ab jetzt treffen wir bestimmt an jeder Ecke richtig krank starke Pokémon und noch heftigere Trainer. Ich hab das Gefühl, jetzt geht's so richtig los. Komm, brechen wir auf, Domina. Mal gucken, wie lange wir überleben. Das ist die große Frage hier.
Rund um Engine City erstreckt sich die Naturzone, weißt du das? Die Naturzone ist total cool. Da streifen die verschiedensten Pokémon durch die Gegend. Außerdem kann man da auch campen und angeln und man sieht N64-Bäume. Total krass. Aber der hat doch jetzt auch eine HD-Textur bekommen, oder nicht? Entschuldigung, Sie sind doch der Bahnhofvorsteher, oder? Wir wollten eigentlich nach Engine City. Warum halten wir jetzt am Naturzonenbahnhof? Ja, sorry, Bruder. Eine Herde Wolli blockiert gerade die Gleise und haben da alles zugekotet. Hier ist jetzt erstmal leider nichts möglich, weil es ist zu rutschig. Okay. Glück im Unglück, würde ich sagen. Wie meinst du das sogar? Ja, die Naturzone ist riesengroß. Da kann man die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Du weißt bestimmt, was ich meine, Domina. Genau. Wenn man sich irgendwo das allerbeste Team der Welt zusammenstellen kann, dann hier. Ach so. Dann machen wir das mal. Hype! Im nächsten Part geht's in die Naturzone.